Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elden Ring. Im letzten Part haben wir endlich diese Glocke erhalten, mit der wir nun Geister beschwören können, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben, aber bald rausfinden werden, wie das funktioniert. Ich guck mal, ist das ein Gegner? Ich glaube schon. Oh mein Gott. Oh. Ich habe nicht gesehen, dass da so viele sind. Ich dachte, er wäre alleine. Aber oh mein Gott. Oh mein Gott, wie kann ich denn wieder so verkacken? Du ahnst es ja nicht. Wie scheiße kann ein Fuchs sein? Oh mein Gott. So. Es geht gleich schon wieder richtig gut los. Warum ist eigentlich da irgendwie angeblich... Ah. Ah. Warte mal. Wo liegen denn meine Seelen rum? Die sind sie noch bei dem Endgegner-Ding? Kann ich die auf der Map sehen? Ja, hier. Beim Endgegner liegen noch meine Seelen. Meine vorherigen Seelen, aber die holen wir uns nicht mehr wieder. Das hat keinen Sinn. Okay, wir sind auf jeden Fall gerade dabei, ein bisschen die Gegend zu erkunden. Ich versuche zumindest, wenn ich nicht dauernd zu dumm wäre. Oh nein, er rennt weg, er rennt weg, er rennt weg, er rennt weg. Schnell, 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 schnell. Oh, so, wunderbar. Kiesasche eiserner Wille erhalten. Okay, so, hier kommt jetzt jemand mit einem Pferd. Ich habe keine Ahnung, ob man das als einen schweren Gegner oder als einen leichten Gegner einschätzen muss, weil im Grunde ist das ja nur ein Typ auf dem Pferd. So krass kann der ja eigentlich gar nicht sein, oder? Wollen wir es mal versuchen? Einfach von hinten mal so ranbumsen. Oh, er dreht um. Wir probieren es einfach mal, weil eigentlich kann das nicht so schwer sein. Oh oh. Okay, sagt er und kriegt voll auf die Fresse. Oh mein Gott. Kacke, Mann. Alles klar. War vielleicht doch ein bisschen kacke. Letzter Maria Kaspal. Wo war der denn? Ist der näher dran? Ich guck mal eben, aber... Eigentlich war doch das letzte... Na, war eigentlich der Ort der Gnade. Aber mal gucken. Wir sehen es gleich. Oh, Tatsache. Ehre. Okay, Moment. Jetzt kümmern wir uns dann nochmal um die Gegner gerade eben. Die wir da gerade hatten. Kann ich beim Pfahl jetzt nicht eigentlich auch... mit der Glocke jetzt Leute rufen? Hier, genau, da. Guck mal. Wir können das ja gleich mal checken. Ich kümmere mich jetzt nochmal um die Gegner da. Das Glück kriegt den einen ja mal gleich komplett kaputt, aber irgendwie dadurch, dass die anderen beiden kommen und mich sehen, klappt das wohl nicht. Ich versuch's trotzdem mal. Oh nee, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Leute, einfach mal bitte ein bisschen entspannt bleiben. So, weg, 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 weg. So. Süß. Weg ist er. So, jetzt warten wir kurz, bis der Ritter da wieder verschwunden ist. Wenn der dann weg ist, holen wir nämlich unsere Seelen. Dann versuche ich mal rauszufinden, wie man so eine Wölfe ruft. Und dann können wir mal versuchen, den Platz zu machen. Der ist nicht schwer. Das ist einfach nur unberitten. Ist das, glaube ich, ein bisschen dumm. Ich glaube, ich hole einfach gleich mal mein Pferd selber raus und dann reiten wir ihn so im Kampf entgegen. Das könnte ich mir als ganz gut vorstellen. Holen wir aber erstmal unsere Seelen. Dann finden wir hier noch irgendwas. Ein Schmiedestein. So. Dann würde ich vorschlagen, holen wir mal unser Ross. Und versuchen es mal. Ich ahne da nichts Gutes, aber man kann es ja trotzdem mal versuchen, ne? Sag ich ja, ich ahne da nichts Gutes. Er da? Okay, warte. Das ging aber. Oh mein Gott. Du musst da doch auf der richtigen Seite lang reiten. Ja, na komm.
Ich hab ihn platt gemacht, Alter. Ich hab ihn platt gemacht. Oh oh. Oh shit. Also sein Pferd ist platt. Er selbst lebt noch. Noch. Oh mein Gott. Jetzt hauen wir mal lieber ab. Ja, ehrenhaft, Mann. So, er ist weg. Die dumme Drecksau. Jetzt kümmern wir uns um den da noch. Ne? Was Bock war? Was richtig Bock war? Oh, das gibt's doch nicht. Jedes Mal passiert mir das. Einmal rollen hätte gereicht. Und wegrollen. Oh, scheiße, Fuchs. Roll weg, roll weg, roll weg. Okay, Alter. So, läuft doch. Abend voraus benötigt. Holy shit, was kommt denn da angeschlurft? Alles klar, das sieht mal ein bisschen scheiße aus. Da habe ich, glaube ich, keinen Bock drauf. Wie die halt auch einfach so einen dicken Nagel durch ihre Brust durchgekriegt haben, weißt du, dann geht es schon. Okay, mal sehen. Ich gehe mal nach hinten und guck mal, ob man hinten dann vielleicht irgendwie was klauen kann oder so, weil ich glaube, die merken nicht, wenn wir da auftauchen. Dass wir da auftauchen. Kann er da nichts öffnen? Schade. Hätte ich jetzt irgendwie erwartet, aber nope. Hier so ein Mann mit so einem geilen Hut. Komm, Rando! Brauchst gar nicht erst hauen, das hat gar keinen Sinn, Junge. Lass es einfach. Genau, einfach sein lassen. So. Da kommt der nächste dicke Ritter. Brauchen wir gar nicht erst versuchen. Gehen wir gleich in Deckung. Das geht nur mit dem Pferd. Die lasse ich erstmal echt noch sein. Bringen aber natürlich entsprechend Erfahrungspunkte, die Boys, ne? So, reit mal gemütlich an mir vorbei. Aber du reitest ein bisschen sehr nah an mich ran, muss ich sagen. Das missfällt mir gerade ein bisschen. So, ist fein. Alter, was ist denn los? Er reitet hier einfach durch. Das kann doch nicht angehen. Als ob. Als ob, ey. Okay, what the fuck? Er hat sogar eine Krone auf. Er war ein König oder so. Okay, wir haben Herber bekommen, was auch immer das ist. Ich gehe jetzt erstmal vom Weg wieder runter. Da kommen noch mehr Dullis. Da kommen ja richtig viele. Was ist denn da für eine Bagage unterwegs, ey? Unnormal. So, hier geht das in Richtung des Baumes. Da unten ist ein... Seht ihr hier unten? Ach, das heißt, ich kann Geister beschwören. Das Symbol heißt, glaube ich, hier darfst du Geister beschwören. Wo sind wir denn aktuell? Müssen wir mal auf der Karte gucken. Ruine eines Wegpunkts. Gehen wir mal hier hin. Zur Ruine eines Wegpunkts. Da oben. Oh je, was ist denn das? Okay, alles klar. Ist cool, ist cool. Oh, Gift, 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 Gift. Scheiße. Sind vergiftet. Das hält eine ganze Zeit lang an. Ich habe leider, glaube ich, auch noch kein Gegengift.
Heftige Scheiße. Ich bumse die jetzt einfach mal weg, ja? Ich versuch's einfach mal. Gift, noch mehr Gift. Kannst das Gift aktuell nur aushalten, das ist so ziemlich das Einzige, was geht. Weg, 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 weg! Giftblüte und Miranda-Pulver, was auch immer. Das Miranda, denn sie will ja Pulver. Okay, da oben hängt noch einer. Wie komme ich da hin? Achtung, hoch. Ja, sehr hoch. Frage ist wie? Lehrer voraus. Oh, wie nett. Noch habe ich Estos Flakons. Oh, nee, Alter, ernsthaft? Scheiße. Vorsicht vor Boss. Befleckter Visionen hier vor Zauberer. Oh Mann, und ich habe keine Estos mehr und gar nichts. Da muss doch hier irgendwo aber auch so ein Ort der Gnade oder so am Start sein. So muss man da ja immer wieder komplett hinlatschen. So, die Vergiftung klingt langsam ab. Machen wir mal noch so ein Estos rein. Ich gucke mich derweil noch ein bisschen um, weil ich bin immer noch voller Hoffnung, dass hier vielleicht irgendwo so ein Leuchtfeuer-Gnadenort ist. Sieht aber leider echt nicht danach aus. Hier unten vielleicht irgendwo. Ich habe hier eine Menge Krieger gesehen, aber auch kein Leuchtfeuerort oder sowas. Nee. Na gut, Leute, dann muss das wohl so irgendwie gehen, wa? Schauen wir mal. Wir können ja mal erstmal gucken, was das da ist. Was uns gleich zerbumst. Wie viel Seelen? Oh, ich habe so viel Seelen. Eigentlich müssten wir erstmal aufleveln jetzt, ganz ehrlich, weil ich werde da reingehen, werde zerbumst werden und werde sie verlieren. Würde bedeuten, wir müssen dann so lange weitermachen, bis ich den blöden Endboss besiegt habe. Was auch immer da jetzt gleich auf uns wartet und lauert. Wo war das denn jetzt gerade? Ich finde den Eingang nicht mehr. Scheiße, Alter, was? Eingang, wo bist du? Da. Lehrer voraus, ja, verarschen kann ich mich alleine, ey. Machen wir erstmal die Map auf, wa? Dann machen wir schön hier eine Markierung. Marker platzieren. Markierung. So. Wollen wir es einfach mal machen? Scheiß auf unsere Seelen, wa? Einfach mal gucken, was hier ist. Befleckter. Boss. Ah, dass wir uns richtig schön einfach bumsen, weißt du? Jetzt geht die Bumserei einfach los. Komm, durch den Nebel. Alter, was ist er denn für einer? Okay. Oh, oh, er boxt. Alter, was? Wahnsinniger Kürbiskopf. Oh, 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 jetzt blute ich. Alter, was ist los mit ihm? Wie er komplett am Ausrasten ist. Okay, so. Marikas Pfahl. Jetzt erstmal gucken, wo wir jetzt landen. Ob wir vorne wieder bei der Brücke sind. Da wären wir nämlich sehr weit weg. Das wäre nicht ganz so geil. Ah, nee, guck mal. Wir sind da nah dran. Okay. Mal sehen, ob die Kackpflanze wieder da ist. Oder ob die jetzt wenigstens als tot gilt. Und, ist sie weg?
Die ist wieder da. Die Kackpflanze ist wieder da. Du ahnst es ja nicht. Egal. Ist nur den Eingang. Oh. Bitte kein Gift, ja? Möchte nur in meinen kleinen Eingang wieder rein. War der denn da? Wo ist denn der Eingang? Ich versuche diese Pflanze zu ignorieren. So. Muss mal verstehen, wie das jetzt mit dieser Glocke funktioniert. Wo ist die Glocke? Ich habe irgendwo diese coole Glocke bekommen. Asche der einsamen Wölfe. Nutzen. Kann ich hier jetzt wieder nicht. Wenn ich da gleich drinne bin, geht das? Ich check das mal eben. Wahrscheinlich gehen wir jetzt drauf, weil ich versuche jetzt gleich... Ich muss das mit der Asche doch vorher machen. Gerade eben hier. Hier ist das Geisterrufsymbol. So, warte. Ich habe jetzt Wölfe gerufen. Mal gucken. Kommt ihr mal mit? Mal sehen. Und weg sind sie, oder? Ich muss die dann in diesem Gegnerbereich rufen, oder was? Ich schnall das nicht so ganz genau, wie das funktioniert. Geht's da nochmal wieder rein zu dem Dicken? Mal gucken. Durch den Nebel. Hallo. Au. Geil. Oh mein Gott. Da sehe ich noch nicht so viel Land, muss ich sagen. Nee. Wenig Land sehe ich da aktuell noch. Ich könnte jetzt die Wölfe rufen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Oh. Die müsste ich dann nämlich auf so ein Spichtkästchen mal haben. Weil wenn ich jetzt ins Inventar reingehe, dauert das zu lange. Weg. Oh, hell, weg. Das wäre perfekt für einen Hit gewesen. Au. Ah, scheiße, Bruder. Ah. Kann ich da parieren? Oh, ich hab's versucht, hat nicht funktioniert. Nee, parieren hat so gar nicht funktioniert. Aber guck mal, das ist, der ist machbar, ne? Also wir haben jetzt schon, und ich stelle mich dumm an, haben wir schon ziemlich viel vom Lebensbalken weg. Das geht schon. Ich müsste jetzt nur mal rausfinden, ob ich diese Wölfe irgendwie auf dem Quick-Dingsbums packen kann, damit ich die irgendwie schneller rufen kann. Inventar. Wölfe. Nach oben so, weißt du, da wären die optimal, ne? Optimal wären die da, also optimal. Kann ich das, Ich raff das wieder nicht, Alter. Oh, da kommen Leute. So, warte mal, ich versuche das jetzt nochmal. Inventar. Wölfe. Was heißt denn Auswahl zurück?
Auswahl. Auswahl wegwerfen. Auswahl zurück. Ich möchte diese Asche bitte irgendwie auf den Quick Ansicht umschalten. Recht. Oh oh. Oh. Junge. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe das aus Versehen jetzt ganz schnell gelöst. Mit diesen Wölfen an meiner Seite stelle ich mir das recht easy vor. Wie habe ich euch denn jetzt einfach so gerufen, ohne Gedönse? Mega nice, aber das war jetzt gar nicht meine Absicht. Da ist diese Figur. Ja. Ich muss sie halt irgendwie quick... Oh nein. Gib. Irgendwie muss ich diese Wölfe halt quick ausrüsten können. Das muss auch irgendwie gehen. Ich habe aber keine Ahnung wie. Aber es wird irgendwie gehen. Definitiv, da ist Gift. Oh oh. Egal. Geh nochmal hier rein. Probier mein Glück nochmal. Du. So, durch den Nebel. Komm, den hatten wir doch schon so halb fertig. Hatte ich den doch schon. Cool. Cool. Oh. Fertig war jetzt ein bisschen hochgegriffen. Heilen! Wegrollen! Rastet er aus, der Junge! Shit, guck mal, wie toll ich da gerade Aua gemacht habe. Oh oh. Nein, weg. Jawohl. Ist doch alles gar kein Problem, Leute. Ihr müsst es doch nur wollen. Gegner zu Fall gebracht. 1100. So, jetzt sollten wir aber auf jeden Fall möglichst schnell so ein Dings aufsuchen. Etwas. Hier drin? Hier ist so ein Feuerding. Okay. Gnade. Damit habe ich nicht gerechnet, aber schön. Am Ort der Gnade rasten. Ja, lass mal eben direkt machen. So. Wir müssen mal wieder ein bisschen Stufenaufstieg betreiben. Wir brauchen 1800. So, LP würde ich jetzt tatsächlich einmal erhöhen, dass wir ein bisschen mehr aushalten. Wie viel kriegen wir denn dann? 499 LP. Kann man mal machen. So, jetzt brauchen wir noch... 2, 4, 6. Wenn ich noch ein bisschen was ausgebe, schaffe ich das noch. Weil ich guck mal, wie viel von diesen Runen wir noch gesammelt haben. Gehen wir mal in unser Inventar. Segen des Firmaments erhöht kurz das Gleichgewicht. Das brauche ich nicht, aber hiervon. Guck mal. Auswahl nutzen. Wie viele? Ach so. Warte mal. 2, 4, 6, 8, 10. Alle 5 bitte. Reicht das schon? Ich habe nicht aufgepasst, wie viel wir brauchen. Mathematik schwach, würde ich sagen. Ne? Kopfrechnen verkackt. Reicht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt... Entweder nochmal auf LP, dass wir noch ein bisschen... Wie viel hatten wir dann? 522. Halten wir natürlich deutlich ein bisschen mehr aus. Oder wir gehen halt noch mehr auf Geschick, um noch ein bisschen den... Angriffskraft. Was ist denn dieses Waffe R1? Achso, das ist der R1-Angriff. Was ist Waffe R3? Das sind wahrscheinlich die verschiedenen Waffenarten. Wir würden auf jeden Fall, aber so viel mehr ist das nicht. Wenn ich auf Stärke gehe.
Ich glaube, ich baller einmal nochmal LP. Ja, wobei, keine Ahnung. Ich bin etwas, ich glaube, ich hau einmal nochmal LP rein. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Leben. Passt erstmal. Danach eher mehr in Geschick. Also primär, weil wir uns weiter auf diese Katana-Dinger beschränken werden, werden wir primär Geschick benötigen. Und dann wahrscheinlich gefolgt von Kraft und Kondition. Und ein bisschen Stärke halt auch noch, ne? Bisschen. Okay, meine Lieben, der Horn hat gekriegt, ihr wisst, was das bedeutet. Dann machen wir an dieser Stelle hier doch erstmal wieder einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.